Was geht ab, Leute? What's up? Willkommen zum neuen View von BAP zum DA. I don't sleep. Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, Welcome Back mäßig. Und ihr seht, ich bin am Sitzen und hier mit meinem Laptop. Und was bedeutet das? Ihr könnt es dem Titel schon entnehmen. Wir testen heute einen Online-Stylisten und lassen uns heute mal schön beraten. Zalando hat ja so einen Online-Style-Berater und so weiter. Zalon heißt das. Also es ist keine Werbung, kein Nix. Also ich dachte mir einfach, ich mache das einfach. Weil ich habe davon mitbekommen und ich denke mir so, schwierig, dass die mir einen Style zusammenstellen können, was mir dann gefällt oder ein Outfit. Ich glaube, mein Style, sage ich mal, ist für die breite Masse, also dieses Tom Taylor-mäßige Standard-Outfit, so ist halt nicht, also passt da nicht rein. Und deswegen bin ich umso neugieriger und möchte wissen, was sie mir letztendlich dann aussuchen. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum. Kommen wir hier in mein Laptop-Brain. So, wir sind jetzt auf der offiziellen Seite von Zalon und wir müssen uns jetzt anmelden. Also Outfits, die zu dir, ne, bla, okay. Okay, wir sind jetzt auf der ersten Seite und zwar Styles. Welches Outfit gefällt dir am besten? Wähle 1 bis 3 Outfits. Okay, dann suchen wir uns auf jeden Fall einmal hier Urban aus. Also die Frage ist jetzt, gehe ich nach den Bildern oder gehe ich nach den Begriffen? Weil ich glaube, Bilder spricht mir eh keins zu, aber nach Begriffen könnte man sich vielleicht so besser orientieren so. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, aber ich nehme einfach mal Urban, minimalistisch, nicht sportlich. Nehme ich einfach. So, dann gehen wir auf weiter. Essentials. Was trägst du am meisten? Oberteile. T-Shirts, Langarm-Shirts. Ja, nee, eigentlich nicht. Also Rest eigentlich nicht. Poloshirts nicht, nee. Freizeithemd ab und zu, nicht so oft. Pullover, die du trägst. Sweatshirts und Kapuzenpullover am meisten. Sneaker, Markensneaker, ja. Also so Nike, Adidas, so ganz normal. Stiefletten, Desert Boots, Schnürboots. Also ein bisschen schwierig, das Ganze auszuwählen. Farben, die ich trage. Ich muss sagen, ich war früher eher so schwarz, weiß, grau, so ganz normale Farben. Aber mittlerweile trage ich voll gerne Pastellfarben. So, ich trage eigentlich alle Farben, die es gibt. Deswegen mache ich das auf jeden Fall dem Stylisten mal leicht und kreuze einfach alle Farben an. Weiß, blau trage ich, hellblau, mint trage ich, oliv, bordeaux, rot, orange, gelb, rosa, alles da, Bruder. Hau alles rein, Bruder. Mach fertig. Wähle deine No-Gos. V-Schnitt, absolutes No-Go. Großer Ausschnitt, absolutes No-Go. Muster war kein No-Go, aber würde ich jetzt auch eher nicht bevorzugen. Hosen, die du trägst. Jeans, Stoffhosen. Stoffhosen natürlich, mein Bruder. Wir haben auf jeden Fall die Stylisten jetzt am Start. Und zwar stehen zur Auswahl. Mehr Stylisten zeigen. Okay, okay. Ich nehme jemanden, der fresh aussieht, der weiß, was er tut und so und so weiter. Also Eva. ich glaube, Eva ist ein bisschen aus der Zeit heraus. Stil bedeutet, dass man sich von den Trends inspirieren lässt, ohne ihnen bedingungslos nachzueifern. Wo Eva recht hat, hat sie recht. Ich werde das perfekte Outfit für dich finden, okay? Eva, super selbstbewusst. Das gefällt mir schon mal. Elisabeth. Mode und Trends sind meine große Leidenschaft. Wichtig sind mir kleine, raffinierte Details, die gewöhnlich auf den zweiten Blick zu einem interessanten Outfit machen und Kunde sich darin wohlfühlt. Sehr gute Beschreibung, kann ich mich auf jeden Fall mit identifizieren. Dann kommen wir zum Jan, der hat auf jeden Fall eine sehr interessante Cap von 2009 an. Mein Lieblingsoutfit lässt sich durch kleine Variationen zu jedem Anlass tragen. Als Stylist bin ich immer auf der Suche nach Inspiration für meine Kunden. Bla bla bla, gefällt mir weniger. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, ich gehe jetzt nach Aussehen. Also was anderes kann ich ja gar nicht tun, weil jeder kann ja irgendwas schreiben. Mona ist eigentlich ganz gut am Drücker. An Mode gefällt mir vor allem eines, ein toller Look kann einem den Tag versüßen. Mein Rezept, clean und trendy, gepaart mit müheloser Leichtigkeit und einem hohen Wohlfühlfaktor. Das passt doch zu meinem chilligen, momentan Jogger-Vibe und so weiter. Okay, Elisabeth oder Mona? Ich brauche eine Münze. Okay, eine 5-Cent-Münze haben wir hier. Kopf ist Elisabeth und Zahl ist Mona. Okay, es ist, sieht man das? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall Kopf. Was habe ich gesagt? Kopf ist... Okay, vergessen einfach, lol. Kopf! Elisabeth, Zahl, Mona. Wir haben Kopf, also es ist Elisabeth. Wir wählen Elisabeth aus. Okay, ich bin gespannt. Was möchtest du deinem Stylisten mitteilen? Ich möchte
anders wild aussehen. Hehe. Bei Rückfahren kann sie mich anrufen. Nein, auf gar keinen Fall. Wie groß bin ich? Ich bin 1, so 73, 74. Machen wir einfach mal 73. Welcher Körpertyp bist du? Figurtyp. Ich habe auf jeden Fall etwas breitere Schultern. Also ich habe eher so eine V-Form. Deswegen. Ich hätte mich breit gebaut, braun gebrannt. Welche Haarfarbe hast du? Ich bin blond. Brauchst du Outfits für einen bestimmten Anlass? Freizeit? Anderer Anlass? Chillen. Was sollte in deiner Box sein? Hi, ich mag Eyecatcher wie gemusterte Hosen. Hi, ich mag einfarbige Sachen mit schönen... bestenfalls mit schönen Tönen und auch gerne Pastellfarben sind zu wild. Zwinker-Smiley. Die denkt sich bestimmt, boah, was ist das für ein weirder Typ, Alter, cringe. Wir haben das Ganze jetzt bestellt. Hier steht Outfit-Vorschau. Ich wusste das gar nicht. Also man kann sich das Outfit vorher anschauen, so am 14. und 15. Ich guck mir das Outfit nicht an. Das sage ich jetzt schon mal. Ich sag einfach okay und die soll mir das schicken. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist nicht cool und ich will das hier, dann suche ich ja selber meine Klamotten aus. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich glaube nicht, dass ein cooles Outfit ankommen wird. Aber wir wollen natürlich nicht voreingenommen sein und... Ich bin offen auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Elisabeth, was du für mich aussuchst, weil ich habe dir die perfekte Beschreibung gegeben. Anders wild aussehen. Boah, warte, Paket ist da. Hey. Hallo, hallo. Dankeschön. Tschüss, super. Ciao. Danke. Unerwartet, aber... Oh, shit. Unerwartet, aber ich habe hier auf jeden Fall... ein wildes Paket bekommen gerade, also lol. Zu dem Paket wird auch noch ein Video kommen. Auf jeden Fall warten wir jetzt auf das Paket von Zalon. Wenn es angekommen ist, werde ich das Video machen und euch zeigen und unboxen, was da drin ist. Und wir werden uns das zusammen anschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. 2000 years later. Ihr wisst Bescheid. Sieht ordentlich aus. Schwer. Geht so ein Kilo oder sowas. Weiß ich gar nicht. Aber. Jello Beats. Holla at me. Ist ordentlich, ja. So, das Paket ist nach ungefähr pipapo plus minus ein Tag mäßig. Ist es eine Woche her. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ihr wisst Bescheid. Und deswegen würde ich sagen: Let's go. Machen wir das Ganze auf. So. Auf Raisin. Okay, einfach falsch rum. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Outfits sind. Ich dachte, es ist nur eins, aber okay. Okay, reicht. Okay, let's go. Paket ist hier rechts neben mir. Ihr seht es bei der Kamera. Schauen wir uns mal das erste Outfit an. So, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Muster heißt, aber ja, keine Ahnung. Also, ich finde die Hose an sich nicht schlecht. Ist in so einem mäßig beige und halt dieses schwarze drauf. Welche Größe ist das? Das ist Größe 30. Sollte eigentlich passen soweit. Welche Marke ist das? Menes. Okay, Menes eigentlich keine schlechte Marke. Also bei Asos gibt es ja Menes und Menes ist eigentlich, ist auf jeden Fall okay, sage ich mal so. Hose finde ich jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Passform, bisschen breiter bis jetzt. Wir probieren das Ganze natürlich ganz am Ende an und schauen uns das alles angezogen an, das Outfit. Hose würde ich schon mal nicht schlecht sagen. Aber warten wir mal ab, was noch im Karton ist. So, als nächstes haben wir hier ein Hemd. Und zwar von, ich weiß nicht, ob ihr seht, Nominal. Ich weiß nicht, ist so ein Khaki auf jeden Fall. Was ich zum Stoff sagen kann, es hat so ein bisschen was von so einem Jeanshemd. Also auf jeden Fall etwas härter. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber das ist so halt so, wie soll man sagen, auf jeden Fall ein... sag ich mal, ja, festerer Stoff. Habe ich in Größe L, beziehungsweise hat mir die liebe Stylistin in L geschickt. Gefällt mir auch nicht so, dass hier unten so ein Tag ist, so deswegen. So, hängen wir das hier mal auf meinen 1950 Fernseher auf. Als nächstes haben wir hier einen Half-Zip-Sweater. Und zwar von Your Turn. Ich habe im letzten Video genauso einen angehabt. Warte, ich muss die mal. Ich hatte im letzten Video ja ein paar Trends vorgestellt und ein paar Klamotten auf jeden Fall. Wer das nicht gesehen hat, auf jeden Fall abchecken. Aber ich hatte da diesen Asos Half-Zip an und
Der ist eigentlich. Guckt euch das mal an. Asus, your turn. Asus, your turn. Der Unterschied ist auf jeden Fall nur, dass hier vorne so eine Quernaht ist, also so horizontal, so eine Naht. Und hier ein kleiner Druck drauf ist, der mir nicht so gefällt. Nächstes Teil ist ein T-Shirt, relativ dünnes T-Shirt von Night Addict. Do you have this in black? Nein, habe ich das natürlich nicht. Stoff gefällt mir nicht so, ist auf jeden Fall etwas dünner so. Also dieses mäßige, kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Kommen wir zu einer weiteren Hose. Und zwar ist die von Urban Classics, soweit ich hier lese. In so einem dunkel Navy Denim Stoff. Es ist auf jeden Fall etwas breiter geschnitten. Unten am Bund ist es auf jeden Fall sehr, sehr eng. Deswegen, ja, ich bin, ihr kennt mich, ich bin eigentlich nicht so der große Cargo-Hosen-Fan. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das an mir aussieht. So, als nächstes haben wir hier, ja, einen Hoodie. Und zwar Urban Classics Hoodie, muss ich sagen, hatte ich noch nie. Fühlt sich aber okay an auf jeden Fall. Also nicht dick, nicht dünn, also auf jeden Fall okay. Größe ist hier XL. Die haben mir einfach XL reingepackt, lol. Schwarze Hoodie kann man jetzt nicht so viel sagen. Also die Stylistin hat sich etwas entspannt zurückgelehnt mäßig. Also bisher bin ich von dieser Hose, bin ich noch am meisten, sage ich mal, angetan, beziehungsweise so finde ich noch am besondersten. Letztes Teil ist eine, boah, okay, ich merke schon, das gefällt mir gar nicht. Es ist eine River Island Bomberjacke, aber es ist genau die Art von Bomberjacken, die ich überhaupt gar nicht mag. Also wirklich 0,0. Kennt ihr diese dünnen Zara Bomberjacken so? Dieses, guckt euch das einfach an. Kennt ihr doch oder nicht? So, die anderen waren so manchmal so random, aber so normal halt und nichts Besonderes. Aber das Teil, das gefällt mir gar nicht. Ich probiere die jetzt einfach direkt an. Lol. Wie sieht das aus? Ah, wir haben noch Schuhe, ganz vergessen. Ja, sieht nicht so schlimm aus, wie ich mir gedacht habe, weil es übergroß ist. Aber dieser dünne Stoff gefällt mir nicht so ganz. So, welche Schuhe haben wir? Wir haben die Oswegos in Größe 42. Ich weiß gar nicht, ob mir das zu groß ist. Ich habe 41,5 eigentlich angegeben. Hallo, Motherfucker. Okay. Die haben hier hinten noch so kleiderbügelmäßig. Ja, ich nehme die jetzt mit. Handtaschenmäßig so. Schuhe an sich finde ich nicht so schlecht. Also finde ich jetzt nicht gut. Finde ich aber auch nicht so schlecht. Diese schwarze Sohle stört mich ein bisschen, weil ich finde, das stört so ein bisschen diesen weißen, beigen Vibe so. So, kurzes Fazit zu den ganzen Sachen. Eigentlich so wie erwartet. Also sehr viele, sage ich mal, also ich will nicht nur 15 sagen, aber halt so Basic-Teile, also nichts Besonderes in dem Sinne, was ich mir auch schon gedacht habe, weil ich glaube, es ist schwierig halt irgendwie den Style zu treffen, den ich so ein bisschen fühle so. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal ja ganz kurz angezogen an. So, ihr seht soweit das erste Outfit. Ja, also Hemd ist zwar Größe L und so, ist halt nicht so Oversize geschnitten, was halt nicht zwangsläufig sein muss. Aber die Passform gefällt mir einfach nicht so. Und der Stoff ist halt so hart. Manchmal, also ich mag es eigentlich, wenn es ein, so ein dickerer Stoff ist und so weiter, weil das eigentlich die Form beibehält. Aber dieser Stoff ist halt etwas dicker, sage ich mal, aber der lässt sich nicht so umformen. Das heißt, es sieht so ein bisschen so steif aus, finde ich. Ich verstehe, was sie machen wollte, also ein bisschen diesen Tone-Vibes. Aber ja, im Endeffekt kann ich nicht viel zu sagen, außer dass die Hose eigentlich ganz okay ist. Also ich glaube, die Hose ist das Einzige, womit ich überhaupt was machen könnte. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, Outfit 1, welche Note das bekommt, also Schulnoten 1 bis 6. Ich gebe dem Ganzen so eine 3 minus 4 plus, Tendenz eher 4 plus. So, den Pulli zeige ich euch jetzt einfach mal so, weil das ist ja kein richtig neues Outfit, sage ich mal. Aber ja, hat ganz gut, sage ich mal, zu dieser hellen, ich sag jetzt einfach mal, karierten Hose gepasst. Das Komische an dem Pulli ist, der ist einfach so lang und so voll breit unten, aber an den Ärmeln, hier an den Schultern, ist es so straight runter, so, also relativ eng, auch wenn es Drop Shoulders hat. Deswegen, der Pulli ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes, finde ich. Also, Pulli bekommt von mir auf jeden Fall Schulnote von 1 bis 6. Ja, würde ich so eine glatte 4 geben. Nicht so diese defizitmäßig, so, Bruder, du kommst doch durch, weil ich dir gönne. Aber so, mehr ist nicht drin, außer 4, Bruder. Geht nicht. So, das zweite Outfit, ihr seht, es ist ja etwas sehr Ungewohntes, was ich so eigentlich nie tragen würde. Ganz kurze Hose, also wirklich sehr ungewohnt. Ich muss mal hier gucken. Aber ich finde, das hat so einen guten Jogginghosen-Vibe, sage ich mal, was ich halt überraschenderweise nicht schlecht finde. Aber die ist mir ein bisschen zu breit und die Farbe gefällt mir nicht so. Hoodie kann man eigentlich nicht viel zu sagen, finde ich eigentlich auch ganz okay. Also nicht schlecht auf jeden Fall. Ist ein normaler Hoodie mit einem etwas dickeren Stoff, was mir eigentlich relativ gut gefällt. Nur gefällt diese Nase
Naht zum Beispiel hier nicht. Aber im Gesamten ist das so ein chilliges, sportliches Outfit. Und noch eine ganz kleine Sache. Alle, die mich kennen, die wissen, ich bin kein Fan von Navy mit Schwarz mischen bzw. kombinieren. Und das ist in diesem Fall der Fall. Schuhe habe ich noch gar nicht zugesagt. Und zwar Schuhe, weiß ich nicht. Also eigentlich so, wie sie auch in der Hand aussehen. Also die sind nicht schlecht, aber jetzt auf jeden Fall auch nicht gut. Aber ich finde von vorne sehen die eigentlich ganz okay aus, so habt ihr ja gesehen. Ansonsten war es das mit dem Video. Fazit, ich werde keinen Teil behalten, beziehungsweise, ja, mir hat nichts so richtig zugesprochen, bis auf, wenn überhaupt, diese erste Hose. Aber selbst die ist nicht so weit, dass ich sage, ja, okay, ich behalte die jetzt. Deswegen an dieser Stelle, schade, aber war auf jeden Fall eine nette Erfahrung, sage ich mal. Ansonsten, ne, check mein Instagram aus und Snapchat ist nicht verboten, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video rein. Peace.